Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe einen besonderen Gast heute, den lieben Max. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe mal für ihn gekocht. Max ist Sternekoch und hat heute eine ganz besondere Aufgabe, die sich hierauf bezieht. Was haben wir denn da? Du hast mich mal gefragt nach dem Motto, so ein bisschen Fast Food in anders machen oder in geil. Zeig doch mal das gute Stück, was es geworden ist. Es ist ein Döner. Wir haben hier drin einen Döner, ihr habt es eh schon im Titel gelesen. Aber ein ganz klassischer Döner. Eine Besonderheit bei der Bestellung, die Soße ist extra. Hier ist das gute Stück, ich übergebe es dir. Deine Aufgabe ist, diesen Döner zu einem Gourmet-Essen zu machen. Es wird spannend. Wenn es einer kann, dann du. Ich bin gespannt, was du machst. Es gibt diese TikToks, das habe ich gesehen, das hat mich inspiriert. Mit Döner hat es noch niemals irgendjemand gemacht. Und dein Vorgehen, die Kreativität, die du an den Tag legen darfst, macht mich sehr gespannt. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir hier quasi dieses gute Stück ein bisschen anders machen. Wir haben quasi jetzt hier das gebackene Brot. Das war natürlich als erstes immer beim Döner. Sieht auch hübsch aus, ne? So ein schönes, ja. Fächern wir den einmal auf. Dann haben wir jetzt hier quasi das gegarte Fleisch. Meistens ist in der Regel immer Hähnchen oder Kalb. Die Gurken, Salat, Weißkraut. Okay, jetzt war der hier ein bisschen geizig mit Tomate anscheinend. Aber wir haben ja noch welche. Die Idee, die quasi jetzt dahinter steckt, wir werden uns erstmal als Baseline, werden wir was ganz Klassisches machen, nämlich ein Panzanella. Das ist ein Tomaten-Brotsalat, okay. Wo wir jetzt ein bisschen um ein paar Ingredients erweitern. Kapern, Oliven, bisschen Olivenöl. Aus dem Brot werden Croutons gemacht. Okay. Damit haben wir das schon mal weg. Der Gurke und dem Eisbergsalat werden wir einen Sud machen, okay. Wofür wir auch ein bisschen hier den Feta-Käse verarbeiten. Ah ja. Soweit noch alles. Es ist ja schon von 5 Euro für einen Döner, sind wir jetzt schon bei 10 Euro für einen Döner. Ja, 10,50. 10,50, ja. Wir müssen noch höher. Wir müssen noch höher. Dann natürlich das Fleisch. Was willst du jetzt damit machen? Und ich glaube, da hast du die goldene Idee gebracht. Lass uns doch das einfach aufdrehen zu einer schönen Rose. 20 Euro. 20 Euro. Warte. Jetzt kommt Endgegner. Klassisch hast du ja beim Döner auch immer Soßen bei, ne? Ja. Die wir ja heute eigentlich auch verarbeiten wollten. Ja. So. Also manche Leute sagen, das ist so eine Chili-Soße und wenn du einfach den Döner stellst mit Joghurt, nee, mit Schaf, alles klar. Mhm. Die werden wir nehmen, mit Kräuterbutter verrühren, über das aufgedrehte Fleisch von dir stellen, in den Backofen erwärmen und dann oben drüber ein bisschen Parmesan, Thema Italien, so ein bisschen gratinieren, dass es so lauwarm wird, dann so eine Art wie ein Turm nachher bauen. Ja. Super. Geil, los geht's. Perfekt. Geil. Wie fangen wir jetzt an, ist die große Frage. Ja. Erstmal das Ding auseinanderbauen, oder? Ja. Wenn du willst, kannst du gerne das Fleisch raussuchen. Ja, sehr gerne. Das ist das Schöne, dass das so am Stück geschnitten wird. Das heißt, man kann das auch gleich gut aufdrehen. Das ist alles an Tomate. Ja. Wow. Was in dem Döner drin war. Ich hoffe, wir finden wenigstens noch ein anderes Stück Tomate. Nein, das war's. Wir stellen mal beiseite. Wenn du willst, kannst du aus dem Fladenbrot Croutons schneiden. Ja, wie groß soll ich die Croutons schneiden? Ja, so schön wie möglich. Nee, wie groß? So schön, also so klein wie möglich. Oh, okay. Mm. Okay. Ein bisschen größer dafür. Okay. Entschuldigung. Ich vergesse mal, was für ein guter Koch du eigentlich bist. Jetzt, hör mal auf. Bin ich jetzt eigentlich dann Sternekoch, wenn ich jetzt bei dir mitkoche? Du bist sowas von einem Sternekoch. Wenn du dir 3 Jahre lang die nervige Ausbildung anfangen möchtest, wenn du dann auf Wanderjahre gehen willst, wenn du dann bereit bist, quasi dein Leben unterzuordnen für alles andere, dann, wenn es klappt, dann kannst du dich ja kochen. Ich hab nichts gesagt. Glaubst du, Max würde einen Abend bei euch bestehen? Safe. Ja? Geh ich davon aus. Also ich glaube, nach so einem ganzen Tag würde er sich eindeutig wünschen, wo ist die Konsole, wo kann ich die Füße hochlegen. Aber einen Tag auf jeden Fall. Und deswegen machen wir es doch einfach mal so. Ich lade dich für einen Tag hier mit ein, bei uns einen Tag mitzukochen. Soll ich es machen, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, die Antwort ist klar. Ja, okay. Ja, ich habe Angst, wenn ich jetzt wirklich mal bei euch arbeiten sollte. Ja, einen Tag machst du das. Ein Tag in der Sternengastro. So, für das Panzanella eigentlich, wie gesagt, bleiben die Tomaten roh. Aber da es in der Regel bei dem Döner jetzt nicht so die hochwertigsten sind, die nach viel schmecken und wir auch nicht so viel Glück hatten, dass wir so viel drin waren, lassen wir die einfach ein bisschen in Olivenöl angehen. Okay. Gerne die Croutons beigeben und nach der Hälfte der Zeit, wenn sie so langsam fahren, kriegen erst dann die Kräuter. Ansonsten einfach viel zu sehr die Gefahr, dass sie verbrennen. Okay. Tomaten? Yes. Wann hast du die denn geschnitten? Ich war da so mit meinem Brot beschäftigt und auf einmal sind die geschnitten. Ich würde sagen, länger als 2-3 Minuten brauchen die auch nicht, ne? Hier, die Croutons fangen an zu arbeiten. Gerade wenn man jetzt, sag ich mal, so bei italienischer Hausmannskost ist, also zumindest wo dieses Gericht leicht angelehnt sein soll, bitte nicht zu genau nehmen. Ja. Auch jetzt nicht irgendwie groß irgendwie hier klein schneiden. Klar, wir ergänzen ein paar Produkte, weil es ist sonst einfach kein rundes Ding. Aber Kernbestandteile sind alle die, die es in einem Döner gibt. Also ich hätte jetzt auch 5 Döner bestellen können und nur die Tomaten aus dem Döner nehmen können, aber macht ja keinen Sinn. Und dann probieren wir, diese Tomatenmasse nicht zu salzen, sondern rein über Kapern das Salz beizugeben. Okay. Das heißt, die müssen wir einmal kurz ein bisschen anhacken. Du hast hier diese mega Salzbox, von der ich sehr angetan bin. Jetzt machen wir den Herd mal auf. Ja, oh, es riecht wirklich direkt wunderbar mediterran. Also, oder? In der ganzen Küche durch die Kräuter.
durch die Oliven, Tomaten. Jetzt können wir zu einem Punkt, der etwas ein bisschen schwieriger wird. Wir haben ja noch quasi hier so das hier Moppe. Mhm. Wir machen aus dem Sud. Also Zwiebel ist sehr schön, Feta-Käse ist sehr schön, Gurke ist schön, Eisbergsalat einfach nur zum Füllen. Ja. Hast du einen Mixer dann? Ja. Du willst den Salat einfach mixen jetzt? Ja, genau. Den Salat mixe ich und mache daraus einen Sud. Also quasi, wir sehen ja hier, dass das Brot wird nachher sehr, sehr crunchy. Tomaten weichen das ein bisschen auf, weil ich weiß halt nicht, wie sich das Fleisch nachher fällt. Kann sein, dass das nicht mehr ganz so saftig wird, weil wir es regenerieren. Deswegen möchte ich einfach nachher von der Geschmackstextur einfach noch einen Sud haben, das ein bisschen frischer zu machen. Ich habe gerade einen von diesen Brotwürfeln probiert. Und das ist jetzt kein Kebab, das ist jetzt Focaccia. Das ist einfach Focaccia geworden. Wir brauchen jetzt einfach noch Wasser. Wollen wir Wasser zufügen? Wasser hat Geschmack grundsätzlich null. Mhm. Oder wir geben geschmacksarmes Wasser zu, also Öl. Oder Gurke. Oh, Gurke. Los geht's. Auch Gurke natürlich in jedem Döner vertreten. Und was wollen wir behalten? Den Sud, um den es uns geht. Ah ja, okay. Quasi jetzt. Darf ich probieren? Klar. Das schmeckt auch richtig herzhaft irgendwie. Feta-Käse. Hier ist es jetzt ein bisschen abgekühlt. Ja. Jetzt geben wir ein bisschen was von dem weißen Essig rein, einfach ein bisschen Frische reinzukriegen. Mein Bauchgefühl sagt, ich würde das jetzt Tapenade nennen. Wenn du es probierst, okay, kommst du da sehr dicht dran. So, und jetzt drehen wir das zusammen. Ein bisschen Parmesan, den wir ja drauf geben, hält es ja nachher eigentlich in unserer Vorstellung wieder so ein bisschen zusammen. Hier habe ich mal ausgemacht, okay. Super, oder? Sollte. Ja, probier mal, ob die scharf ist. Ich kann nicht scharf essen. Ja. Ja. Ich habe sie direkt hinten am Gaumen bekommen. Wir haben die Kräuterbutter, einfach eine gekaufte, geschmolzen, und haben die scharfe Soße reingeholt, einfach um das ein bisschen aufzulösen, um es nachher über unsere Dönerfleischrose zu geben und dann Parmesan drüber und dann erwärmen wir es kurz im Backofen. Okay, okay. Wir wären jetzt eigentlich auch gleich soweit. Wenn wir jetzt hier quasi diese Masse drauf geben, sorgt das automatisch auch dafür, dass es jetzt nicht austrocknet. Also wenn wir jetzt einfach irgendwie, sage ich, einen Geflügelfond drüber gießen, hast du natürlich immer die Gefahr, Wasser kann verdampfen, Fett bleibt immer Fett. Klar, ja. Ich feiere es sehr. Mehr ist mehr, würde ich sagen. Ja. Dann stellen wir es einfach mal rein. Yes. Jetzt haben wir alle Bestandteile fertig. So, du riechst jetzt die Kräuterbutter, du riechst ein bisschen Chili, du riechst Parmesan, du riechst Fleisch. Wir fangen an mit unserer Tomatenmischung. Jetzt sieht man hier sehr schön. Gut, Flüssigkeit ist eingezogen. Und wenn man jetzt mal hier auf so eine Tomate drauf drückt, da ist noch gut Saft drin. Ja. Und jetzt sollte man eigentlich nicht mehr zu lange warten. Das war es mir. Ja. Das war einfach mal ein Döner. Das sieht einfach nur richtig aus. Ja. Jetzt mal so ein bisschen ungefähr auf eine Ebene zu bringen. Mhm. Einzige Zutat, die da wirklich hinzugekommen ist, sind die Oliven. Genau. So. Boah, wie schön das aussieht, Digga. Boah. Konzentration. Chirurgische Präzision. Und es hält, was es verspricht. Sie geht sogar noch auf hier, wie so eine Blüte jetzt. Digga, das ist unfair. Das ist nicht normal. Wir hatten noch irgendwo unsere Joghurtsoße. Ja. Jetzt können wir ja richtig klassisch mal werden beim Anrichten. Mhm. Aber jetzt. Mit Love für dich. Boah, ist das schön. Das ist ein Döner, Leute. Das hier ist ein Döner. Wie krank ist das? Jetzt sag mal ehrlich, hättest du erwartet, dass das dabei rauskommt? Ich meine, wir haben es noch nicht gegessen, ne? Aber, also, was ist das denn? Wunderschön. Ich bin gespannt, ob es auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Aber optisch ist das eine 10. Kann man nichts anderes sagen. Ich gehe einfach mal hier so mit ein bisschen von unserem Sud. Mal ran, hier kommt noch so ein schönes, frisches Blatt. Traum. Schöne Gabel. Das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Also, ich probiere es zu erklären. Es schmeckt ultra leicht. Schmeckt wirklich sehr, sehr leicht durch den Sud, der auch wirklich gut herauskommt. Also die Gurke hat auch eine ordentliche Präsenz. Dieser Texturunterschied, so das knusprige Brot, alles andere schön weich eingekocht, saftig. Es ist krass. Es ist wirklich krass. Ich probiere das Fleisch einfach mal so. Es hat auf jeden Fall seine Saftigkeit behalten. Ich habe fast das Gefühl, diese Aromatisierung durch die Butter hat sehr gut funktioniert. Also es schmeckt noch mal intensiver, als Dönerfleisch sowieso schon schmeckt. Das ist halt das Schöne, weißt du, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir machen diesen Gurken, Feta-Käse-Zwiebelsud, sehr leicht mit dem Joghurt-Dressing. Der Salat ist sehr leicht, aber dann beim Fleisch zu sagen, okay, komm, wir wollen jetzt ja nicht irgendwie so eine healthy Low-Carb-Kirche machen. Einfach mal Fettbutter drauf oder Kräuterbutter in unserem Fall. Also das Ding ist, was ihr euch vielleicht fragt, schmeckt es noch nach Döner? Eigentlich nicht. Also es hat einen ganz neuen Geschmack, ist ein ganz neues, eigenständiges Gericht geworden. So ein leckeres Gericht. Max, du musst es unbedingt auch probieren. Wenn es das so zu bestellen gäbe in Restaurants, ich würde es immer und immer wieder bestellen. Es ist so lecker. Wenn du weißt, was es war
würdest du sagen, du kommst auf den Geschmack. Wenn ich dir die Augen verbinde, dann wird es schwierig. Ja, ja. Also, voller Erfolg. Vielen lieben Dank, dass du das gemacht hast, dass du uns das gezeigt hast, dass du deine Muskeln spielen lassen hast. Es war ultra lecker. Ich hoffe, es war genauso viel Spaß für euch zum Anschauen, wie dabei zu sein. Ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video. Anscheinend bin ich bald mal Praxi. Und wenn ihr ein anderes Gericht gepimpt sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Geil, Alter. Wirklich voller Erfolg. Heftig. Also, geil.